Leute, was geht ab? Ich jetzt Marvin. Das ist Kevin. Und heute gibt es 5-Sterne-Essen versus 1-Sterne-Essen vom Lieferservice. Aber diesmal machen wir das Ganze blind. Eigentlich genau das gleiche wie letztes Mal, nur dass wir blind probieren. Also nicht blind bestellen. Wir bestellen wieder die gleichen Sachen vom 1-Sterne-Restaurant und die gleichen Sachen vom 5-Sterne-Restaurant. Dann probieren wir blind und machen das so punktemäßig. Wer das errät, kriegt einen Punkt oder so oder was halt leckerer schmeckt. Genau, das Ganze kennt ihr ja vom Format teuer versus günstig. Genau, ist halt so ein Experiment. Also sprich, ich gebe Marvin jetzt zum Beispiel entweder vom teuren Burger, also den teuren Burger und den lapprigen Burger. Mal gucken, ob es überhaupt teurer ist. Auf jeden Fall als weniger Sterne. Weniger Sterne, das meine ich genau. Yes. Und Marvin muss dann erraten, war es jetzt 1-Sterne-Burger oder der 5-Sterne-Burger. Genau. Das ist mal cool, dass wir das jetzt mal blind machen, weil viele haben geschrieben, beim letzten Teil, wo wir das nur so probiert haben, waren wir voreingenommen und haben direkt gesagt, oh, das ist 1 Stern, das wird nicht schmecken. Genau, deswegen diesmal mit verbundenen Augen, dann passt das auch. Und ja, bin mal gespannt, was wir besser finden. Ich bin auch gespannt, Mann. Das ist die Challenge, Leute. Und ich würde sagen, wir bestellen jetzt mal. Let's go. Let's go. So, wir haben jetzt bestellt einmal Pizza, Spaghetti Bolognese, einen Cheeseburger, einen gemischten Salat und Chicken Nuggets. Bam. Das haben wir jetzt alles bestellt, Leute. Wir können uns nochmal die Rezension angucken von den 1-Sterne-Bewertungen. Über 2 Stunden gewartet, weil Fahrer sich verfahren hat. Essen dann eiskalt, Pizza hat seltsam geschmeckt. Margarita, aber zu schmecken war eigentlich nur Oregano. Okay. Harte Nummer, und 1 Stern hat er gegeben. Ja. Lieferzeit knapp 120 Minuten, obwohl nur ca. 4 Kilometer entfernt wohnen. Statt gebratenen Reis wurde gekochter Reis geliefert. Das komplette Essen war schon fast kalt. War nicht lecker, dort zu bestellen. Okay, bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis das ankommt. Ja, jetzt mal warten und dann geht's los. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao, ne? Schönen Abend. Hat er uns erkannt? So, ja, erkannte uns. Weiß Bescheid. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, das sind jetzt die... Ich weiß nicht, welche Bestellung das jetzt ist. Ist das gut oder schlecht? Und der Nächste. Danke, schönen Abend. Weiß schon, ne? Ciao, ciao. Krass, kam direkt nacheinander. Ja, Mann. Okay, das ist aber der 1-Stern. Oh, 1 Stern, okay. Aber okay. Der war nett. Okay. So. Kam jetzt ein 5 Minuten später gefühlt, ne? Ja. Also beides relativ zügig. Also von der Zeit her beides schon mal souverän, ne? Ja, beides top. Dann haben wir alles. So Leute, wir sind wieder back und wir haben bestellt. Ihr habt gesehen, das war nur eine halbe Stunde, die wir gewartet haben auf beide Bestellungen. Die andere kam ja 5 Minuten später. Genau, das war schon mal gut die Zeit. Und ja, hier haben wir das ganze Foods. So, hier ist einmal... bei mir auf der Seite ist 1 Stern. Bei mir ist 5 Sterne. Genau. Ja, von außen sieht man schon mal nichts. Wir können ja erstmal von außen alles zeigen, wie das hier verpackt ist und so. Genau, fangen wir mal mit dem Burger an. So, der Burger... Oh, okay. Mit Pommes kam dabei oder Wedges sozusagen. Sieht jetzt, ja, geht so aus. Ja, hier ist der 1-Stern-Burger, Leute. Der sieht schon ein bisschen, ja, der war jetzt auch hier in der Folie eingewickelt. Deswegen ein bisschen matschig. Hätte ich mir jetzt leckerer vorgestellt, also vom Aussehen her. Der ist auch ein bisschen verbrannt oben, aber okay. Ja. Dann den gemischten Salat. Hier oh, ja. Ah, bei dir ist einer. Oh, der sieht richtig frisch aus. Sieht aber clean aus bei dir. Richtig lecker aus. Auch hier umweltbewusst. Ja, ja, umweltbewusst, wollte ich gerade sagen. Hier in einem Karton. Also feiere ich im Karton so schön. Papierkarton. Hier halt in Plastik und... Und ja, das Dressing ist schon drauf. Hier kam das so mitgeliefert. Ah, ich finde es besser, wenn das separat mitgeliefert ist. Da kann man auch entscheiden, wie viel mehr man möchte und es ist günstiger, ne? Also sehr, sehr clean. Jetzt haben wir hier Pommes und Nuggets einmal. Okay. 5 Sterne ein bisschen lieblos. Oh, also hier für 1 Stern sieht das sehr, sehr gut aus. Guck mal. Oh, ja. 1 Stern, Alter. Alter. Alter, 1 Stern hat's drauf, Mann. Okay, die Pommes wollte ich nicht dazu. Ich wollte eigentlich nur Nuggets, aber da ging nur mit Pommes. Aber sie sehen in Ordnung aus, ne? Ja, deswegen probiere ich meine Pommes, die... Ey, das ist lecker. Boah, okay. Die ist sogar lecker. Weil die vergleichen wir eh nicht. Ja, stimmt, das kommen ja noch die Nuggets. Aber nicht schlecht hier, 1 Stern. Dann haben wir hier noch so einen Nudelauflauf, glaube ich, ne? Nudelauflauf, okay. Nudelauflauf. Auch wieder bei dir schön in der Box drin, ne? Ja. Feier ich irgendwie. Oh ja, Spaghetti Bolognese. Nee, Spaghetti Bolognese. Ah, Spaghetti Okay, bei dir sieht ekelhaft aus. Okay, das sieht echt ein bisschen eklig aus. Hier schön in der Papierbox. Ey, das stinkt doch, Digga, das stinkt. Ja, ich weiß nicht. Also 1 Stern bei mir, sieht ein bisschen lieblos aus wie ein Haufen. Piep. Bei mir 5 Sterne, sieht lecker aus. Zu guter Letzt haben wir noch die Pizza. Yes. Mit Pepperoni. Wow. Pepperoni Salami. Okay, okay, okay. Ich muss sagen, deine sieht ein bisschen vielleicht souverän. Sieht ein bisschen dünn aus. Aber es ist gar kein Pepperoni drauf. Pepperoni Salami eigentlich nur. Ah, Pepperoni Salami. Hier sind noch Jalapenos drauf. Ja. Eigentlich haben wir die nicht mitbestellt. 1 Stern, Leute. Mal Minuspunkt. Ja, schuss.
Okay, dann müssen wir die gleich runter tun beim Probieren, sonst merkt man die. Genau, die tun wir dann runter bei dem Stück, was wir probieren. Ja, und das ist das ganze Essen. Also ich finde, die ein Stern sieht auch lecker aus, bis auf die Nudeln. Also optisch super. Ja, die Nudeln. Ja, ansonsten geht's jetzt los mit der Challenge. Wir sagen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt? Schnick, Schnack, Schnuck. Dann fange ich mal an mit Verbinden. So Leute, ich werde für euch immer einblenden, was günstig und was teuer ist. Ich habe alles schon sortiert. Und ja, du bist blind. Yeah. Erste Sache würde ich sagen, die Pizza. Fangen wir doch mal an hier. Nimm uns ein Stückchen. Du musst einfach nur ein kleines Stück abbeißen. Alles klar. Und go. Yes. Ja. Mmh. Lecker. Okay. Und du darfst. Okay. Boah, ist die würzig, Alter. Würzig? Ja, Mann, übertrieben. Okay. Ich sage, die erste war 5 Sterne. Ja. Und die zweite war 1 Stern. Okay. Ja, ich löse immer direkt auf. Hast recht gehabt. Ja. Nice. So, jetzt kommen wir zum Salat, Leute. Ist beide schon gemixt hier. Salat Nummer 1 kommt. Tomatchen, ein bisschen Möhre, bisschen von allem hier. Vitamine. Okay, muss den Mund weit aufmachen. Ja. Sieh doch. Hier ist noch eine Tomate. Warte, nimm doch die Tomate hier. Auf. Scheiße. Was haben wir doch? Ganze Hose voll gekleckert. Echt? Ja, egal. Schmeckt, konzentrier dich aufs Schmecken. Mhm. Lecker. Ja, war sehr lecker. Also ich glaube, es ist original. Ja, schauen wir mal. So, Nummer 2. So. Nummer 2. Thumbnail Face. Und rein. Tomate wieder vergessen, einmal hier. Hier. Ah. Cool. Schmeckt ja gar nicht. Schmeckt nicht? Die erste war original. Der erste war 5 Sterne und der zweite war 1 Stern. Yes. Ja? Ja. Kommen wir jetzt zur Spaghetti Bolognese. Oh, ja. Die einen Sterne sahen ja sehr grässlich aus. Mal gucken, was der Geschmack sagt. Fangen wir an. Und schön mundgerecht portionig, dass man wieder hier versucht. So, erste Portion, Mund auf. Schmeckt nicht so geil. Okay. Ich glaube, das ist 1 Stern. Okay. So, das zweite. Mund auf. Finde ich auch nicht so gut, Mann. Auch nicht gut? Gefällt mir irgendwie nicht so. Bolognese halt. Ich mag Bolognese auch nicht so. Also so bestellt ist das nicht so der Hit irgendwie. Ja. Ach, schwer, was ist denn jetzt? Schmeckt auch nicht so geil. Entscheid dich. Ich sag trotzdem. Das erste war 1 Stern, das zweite war gerade 5 Sterne. Richtig! Hey Leute, ist jetzt alles richtig, krass. Geht ja ab, Mann. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein paar Folgen teuer bis günstig machen, aber mit fetten Strafen. Ja. Ja, Leute, gebt mal einen Daumen hoch, wenn wir wieder teuer bis günstig machen sollen. Das haben wir ja auch schon öfters gemacht, aber ich habe mal wieder Bock drauf. Ja, ist sehr lange her, das Format ging immer gut ab. Mit neuen Produkten. Genau. Als nächstes die Chicken Nuggets, ja? Die sehen krank aus, muss ich sagen. Aber ja. Erste und go. Boah, ist der labbrig. Labbrig? Trocken, Alter. Okay. Oha. Dick einen Stern. So, die zweiten. Hm. Oh. Okay, ist dicker in der Bestellung, dass wir ein bisschen labbrig sind. Ja, aber klar. Der ist ein bisschen geschmackvoller. Okay. Ich sag, der erste war 1 Stern, der zweite war 5 Sterne. Ja, diesmal umgekehrt. Oh, ja. Okay, da war echt gut. Aber der 1 Stern sah auch besser aus. Jetzt das letzte Produkt, der Burger. Schaffst du es, in die anzunehmen? Krieg ich hin. Zack. Jo. Und ein Biss. Boah, nicht der Überschritt, aber. Klingt nicht so begeistert? Nee. Okay, der zweite Burger. Oh, Alter, ist der mit dem Geistes? Okay. Boah. Ich sag mal, das war 1 Stern, weil das erstmal so richtig lapprig war. Aber es geht um den Geschmack. Moment. Ja. Wurde das jetzt nicht so krass? Ich sag mal, das war jetzt 1 Stern. Also das erste war 2 Sterne. Das erste war 5 Sterne. Und das war jetzt gerade 1 Stern, das letzte. Ja, richtig. Nur eins falsch, Leute. Ja, hast du nur eins falsch gehabt. Von 5 Produkten hast du 4 richtig, 1 falsch geraten. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben diesmal übrigens bei anderen Lieferservicen bestellt. So, Augen sind verbunden. Yes. Okay, du bist blind. Und wir fangen an mit der Pizza. Pizza, ja. Und. Und auf. Und abbeißen. Mhm.
Ja, schmeckt. Ja, boah. Ich glaube, das ist diese Gewürze. Ganz komisch, ich habe Nachgeschmack. Ganz komisch. Okay, krass. Okay. Die nächste. Ja, schon eher mein Geschmack. Ich sag, das erste war 1 Stern und das zweite war 5 Sterne. Richtig. Ja. Als zweites jetzt der Salat. So, alles drauf machen. Eine Paprika, eine Gurke. Einmal Mund auf. Weit auf. Genau. Das war der. Ja, okay. Gleiches Spiel, Tomate. Einmal nochmal den Mund auf. Zack. Boah. War lecker. Ist auch nochmal eine Knoblauchnote. Oh, ein Kenner. War das zweite leckerer. Okay. Deswegen sage ich wieder. Erste war 1 Stern, zweite 5 Sterne. Richtig, Mann. Krass, wir schmecken es bis jetzt beide krass raus. Mhm. Respekt, Respekt. Auf zu den Nudeln. Zack. Okay, die erste Nudelportion kommt. Und auf. Leider. Zack. Okay. Naja. Okay. Ja. Dann warten wir auf die nächste, oder? Mach mal so schräg nach. Also gehen wir noch schräg nach hinten. Die eigene Big Nudel. Scheiße. Die wird jetzt leider dein Kinn beschmieren. Mhm. Okay. Boah. Also, das war noch ekelhafter. Ja, dann beide waren nicht so geil, weil wir mir auch so, Alter. Aber welche? Bolognese würde ich mir niemals bestellen, ja, Alter. Was sagst du? Ich sag, erste 5, zweite 1 Stern. Vollkommen richtig, Mann. Ja, krass, krass. Das war's. Okay, jetzt kommen wir zu den deftigen Sachen und zwar Burger. Yes. So, nimmst du mal ihren fundigen Burger in die Hand. Hier. Okay. Wow. Wow. Alles klar? Das Brot schmeckt man gar nicht mehr. Und der Käse. War die Bulette auch. Okay, krass, das war eine Ansage. Und die Soße war gut, die Burgersoße. Rocky, runter. Runter, Rocky. Das ist besser. Okay, was sagst du? Erste 1 Stern, zweite 5 Sterne. Richtig, Mann. Ja, ist bis jetzt alles richtig, ne? Ist jetzt alles richtig. Okay, so, jetzt die Nuggets. Ich würde gerne ein Stück abbeißen. Und hier? Ja. Einfach so trocken war, Digga. Alles klar, Mann. Ja doch, jetzt geht er eigentlich. Weil er so kalt ist, glaube ich. Der war leckerer. Okay, der zweite. Aber da ich denke, dass der zweite von der 1 Stern war. Also ich fand den zweiten leckerer, aber ich sag trotzdem, der zweite war 1 Stern. Und der erste war 5 Sterne. Vollkommen richtig. Yes! Die schwarze Box war 1 Stern, richtig. Ja, und da habe ich alles richtig. Boah, du hast komplett 5-4 yes. abgezogen. Also nice. Ich wäre gut, aber du warst auch gut. Krass, also da sieht man, es lohnt sich natürlich 5 Sterne. Wer würde schon bei 1 Stern bestellen? Ja. Okay, 1 Stern war etwas billiger jetzt. Ist das günstiger? Ne? Ich glaube, war 3 Euro Unterschied oder so, hatte ich ja eingeblendet. 3 Euro oder 4 Euro Unterschied. Genau. Lieferzeiten waren gleich. Bei uns war nichts kalt jetzt. Es war nichts, alles war vielleicht warm. Haben die sich auch verbessert durch die Rezession von den Leuten. Genau, vielleicht haben die sich zu Herzen genommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon was dran an den Bewertungen. Genau. Ja, Leute, viel mehr sowas, gebt einen fetten Daumen hoch. Yes. Leute, folgt uns auf Instagram einmal hier MarfFit und hier CalvinFitty. Folgt euch auf den neuesten Stand. Yes. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch-Shop ab. Und Leute, die Udis im Winter einfach nur geil und gemütlich. Genau. Checkt die ab. Erster Link in der Beschreibung. Und noch schöne Grüße an Mohit. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann auch aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir das Video geladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt mir Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, wenn ihr auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, ein bisschen bleibt mir euch genau hier im Video an und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen, peace!